Willkommen zurück zu Have Story mit 13,37 Minuten auf der Uhr. Ich habe nicht ganz voll Lebensenergie, nur 52, weil ich es ein bisschen verkackt habe bei der Presse erfolgreich zu farmen. Aber mit 52 bin ich fast voll. Das reicht mir, um einen weiteren Versuch zu wagen. Ich habe die Waffen auch nicht alle ganz voll, aber immerhin den Raketenwerfer auf Level 3. Das ist, glaube ich, der wichtigste. Und ich habe zwischendurch ein bisschen geübt. Das ist nicht der zweite Versuch, sondern der 15. oder so. Deswegen habe ich auch schon so ein bisschen raus, wie der Ballos hier funktioniert. Hier geht er gerade im Quadrat rum. Jetzt ist es immer erst horizontal bis zu meiner Position, dann vertikal, dann wieder horizontal und dann wieder runter zum Boden. Und sobald er ungefähr nur noch halbe Lebensenergie hat, fliegt er nach oben und holt diese Blitze da runter. Ah, da hat mich einer getroffen. Naja, egal. 52 Lebenspunkte, das ist voll okay für die zweite Phase. Jetzt muss ich hier aufpassen. Dieser Kreis gerade hat angezeigt, dass er da runterkommt. So, und jetzt, wofür habe ich denn den Raketenwerfer, wenn nicht dafür, daneben zu schießen, ich sehe schon. Ja, wie gesagt, das ist nicht der zweite Versuch. Ah, da habe ich ihn. Aber ich habe... Ey, was? Jetzt, die Leiste war doch leer. Ich habe zwischendurch geübt. Viel geübt. Aber die ganzen Fehlschläge habe ich euch erspart. Weil das, glaube ich, keiner sehen will. So, hier muss ich jetzt die Augen abschließen. Und erst dann geht er in die nächste Phase über. Oh, Totenköpfe. Muss von unten gucken, dass man da so zwischen zwei Augen steht, damit man da nicht getroffen wird von dem. Ja, Totenkopf. Dass man unten zwischen zwei Augen steht, weil die Augen machen Schaden. Ich glaube, der Körper von ihm selber nicht, von Ballos. Totenköpfe. Mist. Kann ich eigentlich diese Viecher da oben farmen? Für Leben oder so? Das wäre super. Andererseits wäre es auch ziemlich riskant. Wobei, wie viel habe ich noch? 5. Ja, nee, den nehme ich jetzt lieber mal. Ja, das ist ja, glaube ich, auch schon die vorletzte Phase von Ballos. Ich glaube, jetzt habe ich alle Augen. Und da kommt die Plattform raus. Das sollte ich mich vielleicht mal draufstellen. Ach, Mist. Jetzt ist natürlich den Raketenwerfer nur noch Level 2. Ich kann gerade nichts anhaben. Mal gucken, wann ich ihn wieder jetzt. Haha, das ging ja einfach. 1194 Schaden habe ich dem gerade gemacht. Und ich habe es geschafft. Ballos ist tot. Juhu. Und die Insel, man sieht, sie fällt nicht mehr. Yeah, geschafft. Sehr cool. Es hat aufgehört. Was passiert denn jetzt? Mal schauen. Die Insel hat aufgehört zu fallen. Und vielleicht wurde all diese negative Energie geschwächt, nachdem wir ihn besiegt haben. Ich weiß nicht, aber es schaut aus, als wäre unsere... Es tut weh, unsere Arbeit hier verbracht. Es ist so heiß. Der Schmerz. Was ist jetzt los? Die Wände, ja, ich weiß. Chewie, Curly. Hilfe, es tut weh, es ist so heiß. Wir werden zerquetscht. Ja. Haha. Da seid ihr, so wie Misery gesagt hat. Du bist gekommen, uns zu retten. Haltet euch fest. Los geht's. Duo. Ein lautes Dau von Ballos. Geht's deinem Kopf gut? Ich bin mir nicht sicher. Armer Ballos. Nee, nicht Ballos. Wie heißt der? Das war knapp. Ich dachte schon, ich wäre Schrott diesmal. Wie heißt der? Wir schulden dir noch was.
Schön dir mal wieder etwas. Na, dank mir nicht. Ich hab nur gemacht, was Misery mir gesagt hat. Misery? Die Hexe? Ja, genau die. Ich dachte, sie hasst uns. Ich dachte, du hasst uns. Ja, naja, ihr habt Ballas besiegt, nicht wahr? Und wenn ihr das, als ihr das getan habt, habt ihr den Fluch beendet. Wie heißt der? Jetzt hat keiner mehr von uns, von irgendwem die Befehle zu befolgen. Ich dachte, ihr wärt einfach nur Idioten. Aber ich glaube, das war alles nur die Schuld der Krone. Naja, du erntest, was du säst. Alles in allem ist Misery diejenige... naja, Misery hat die Krone gemacht oder ihn die Krone machen lassen. Wirklich? Ja. Wie heißt der Typ? Also, was tun wir jetzt? Ich kann euch hinbringen, wohin ihr wollt. Stimmt. Mission ist vorbei und eigentlich würde ich jetzt gerne nur meine Tage leben, irgendwo, wo ich mich entspannen und das genießen kann und eine schöne Aussicht genießen kann. Kann ich mitkommen? Na klar. Lass uns zu dritt dort leben. Wirklich? Ja, und such einfach den Ort aus, aber find einen guten Platz, ja? Na klar. Okay, dann haltet euch fest. Balrog heißt er, nicht Ballos, genau, Balrog. Und das ist das gute Ende, das beste Ende von Cave Story. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs vielleicht weiterempfehlen, keine Ahnung. Ja, fürs Empfehlen des Spiels auf jeden Fall, Zwergesel. War schön. Gerade gegen Ende frustrierend, vor allem weil man bei dem Endboss halt, oder generell bei den Endbossen, also bei der ersten Portion Endbossen, Misery, Doktor, nochmal Doktor und Untoter Chor, und auch ganz am Ende dann durch die Sacred Grounds hin zum endgültigen Endgegner, zu Ballos, einfach nicht speichern kann. Und das Ganze einfach gefühlt 100-mal machen muss. Aber letzten Endes muss ich sagen, es ist alles machbar. Es ist kein Schwierigkeitsgrad, an dem man wirklich sich komplett die Zähne ausbeißt, sondern, naja, die Zähne tun einem danach schon weh, aber sie sind nicht kaputt. Und das ist eigentlich, ja, genau richtig. Vielleicht ein bisschen zu schwer, aber machbar. Ein sehr schönes Spiel. Kaum zu glauben, dass es eine Person alleine gemacht hat. Ja. Also nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal im nächsten Spiel.